Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sid Gooden 2. So, ich habe gespeichert. Wir sind ausgeruht. Wir sind bereit für unsere erste Schlacht oder wie auch immer man es nennen will. Hallo. Die Kabine wieder fertig. Beziehungsweise das haben wir schon gelesen, aber... Ne? Bin wieder bereit. Also diesmal bin ich richtig bereit. Na, wir können loslegen. Deswegen klicke ich jetzt hier nur noch wieder durch, weil wir das Ganze kennen. Ne? Feuerspeere, bla bla, das ganze Übliche. Habt ihr alles verstanden? Jawohl, ja. Auf den großen Löwen. Löwen war es. Löwe. Woo! Der gute Löwe. Der aussieht wie ein Bär. Bereit. Jederzeit, also wenn wir gespeichert haben. Gut, ich setze große Erwartungen in euch. Ich sehe sie, die Highland Armee. Gut, auf geht's. Ja. Wir schaffen das, wir sind trainierte Killermaschinen. Also eigentlich nicht. Aber ich hab einen Wolf. Bald werden wir in der Lage dazu sein, das vorzusehen. Ich möchte wetten, dass sie zittern wie kleine Mäuse. Okay, bringen wir es hinter uns, ehe Lord Luca kommt. Sei nicht unvorsichtig, du könntest deinen Kopf verlieren. Ich stimme zu, dass wir sie fertig machen sollten, ehe Luca kommt. Andernfalls haben wir vielleicht keine Chance. Habe ich recht, Krüger? Es ist unklug, törichte Risiken auf sich zu nehmen. Spart euch besser eure Kräfte, bis ihr sie braucht. Wie langweilig. Eine verpasste Chance ist eine verschwendete Chance. Der Feind hat uns unterschätzt. Greifen wir rasch an. Wir sind vier Leute. Vier? Los geht's! Ja, ihr kennt das Ganze noch, ne? Von früher. Sozusagen alle, Angriff! Haha, da steckt ein Messer drin. Ha! Wenn du zu eifrig bist, kannst du dich verbrennen. Das macht übrigens bisher alles nicht ich, ne? Kamin, lass mich dir erläutern, wie man kommandiert. Als erstes wählst du die Einheit, die du bewegen möchtest. Mannschaftsname Death! Als nächstes wählst du das Ziel. Du kannst dich nur in den Gebieten bewegen, die ihre Farbe wechseln. Ja, das macht Sinn. Als nächstes wählst du deine Aktion, Angriff, um deinen Gegner anzugreifen. Warten, um einfach nichts zu tun und Rune, um spezielle Fähigkeiten einzusetzen. Rune. Feuerspeer. Selbstreparatur ist auch ein schöner Name. Ein Überraschungsangriff, was? Zeigen wir diesen Abschaum von Söldnern, wo es lang geht. Was sind das für Waffen, die sie haben? Kommt ihnen nicht zu nah. Also entweder sind das echte Schwächlinge oder wir sind nur extrem gut. Aber kommt ihm nicht zu nahe, ne? Ja. Oh mein Gott. Wer wartet, verliert. Feuerspeere. Aber wie konnten sie Feuerspeere organisieren? Ja, keine Ahnung. Wir haben es halt voll drauf. Feuerspeere sind leistungsfähige Waffen, versteht ihr? Seht ihr, solltet mir danken, dass ich sie aufgehoben habe. Abgesehen davon, dass er sie falsch gelagert hat. Niemand hört zu.
Niemand hört zu. Aua. Und noch ein Messer rein. Ja, die stehen wirklich prädestiniert dafür, weggeputzt zu werden. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Sinn macht Sinn. Ich meine, könnten hier hingehen, dann dahin gehen und dann dahin schießen. Ich weiß allerdings nicht, ob das meine Freunde treffen kann oder nicht, aber gucken wir das einfach mal aus. Narren! Wir müssen uns zurückziehen und unsere Truppen neu aufstellen. Easy! Ein langweiliges Siegwasser über dem Bildschirm fliegt, aber... Hurra! Wir haben es geschafft! Dank dieser Feuerschwere! Hurra! Gute Arbeit, Kommi! Oh yeah! Du weißt es. Du weißt es, ich weiß es. Ich bin der Beste. Es sieht so aus, als ob eure erste Schlacht ein Sieg war. Wir haben eine kurze Ruhepause verdient. Die Highland-Armee ist müde vom langen Kampf. Ja, diese zwei Runden. Oh. Oh. Sie werden möglicherweise morgen früh oder später wieder angreifen, nachdem sich ihre Truppen ausgeruht haben. Die Highland-Armee! Die Highland-Soldaten greifen wieder an! Was? Das ist Wahnsinn, diese erschöpften Truppen dazu zu zwingen, erneut anzugreifen. Dieser Lukas steckt voller Überraschung. Das könnte schlimm werden. Nun, wir können nur kämpfen. Wir können sie nicht gewinnen lassen. Okay, sind alle bereit? Bereit. Vergesst nicht, dass die anderen auch müde sind. Was soll ich dagegen jetzt tun? Den Kaffee bringen? Meinen Leuten Kaffee geben? Ich bin General Kiba, Oberbefehlshaber der 3. Kompanie der Königlichen Armee von Highland. Ich kämpfe für die Ehre von Agares Blight, König von Highland. Ich bin General Solonji, der 2. Kompanie der Königlichen Armee von Highland. Du hast mich in der letzten Schlacht beschämt, aber das wird nicht wieder vorkommen. Niemand verlässt das Fort. Wir müssen diesen Ort um jeden Preis verteidigen. Da kommen sie. Beginnt den Kampf. Komm hier, erinnerst du dich an die Bedienelemente? Wähle die Einheit, die du bewegen möchtest. Als nächstes wählst du dein Ziel, du hast es doch verstanden. Als nächstes wählst du deine Aktion. Ich glaube, im Augenblick wäre warten am besten. Easy jedes Mal. Ich habe ja immer meine komischen Feuerspeere. Oh ja, hat sogar einen Butler dabei oder so. Ja. Alles gut. Brauche nicht mehr Wissen, hat gesagt. Also brauchen wir im Prinzip tatsächlich nicht, weil sich nicht wirklich was großartig ändern wird hier. Naja, sie sind in Reichweite, wenn man so möchte. Man kann also loslegen mit denen abfackeln. Das war ein guter Feuerspeer, ein guter Feuerspeer. Die Feuerspeere, verdammt, sie funktionieren nicht mehr. What? Was? Ich kann es nicht glauben. Wie konnte eine solch große Armee durch den Wald vordringen? Idioten, folgt mir, vernichten wir sie! Das
Ist immer noch ein bisschen lächerlich, wenn man die ganze Zeit hört. Piu, piu, piu und sie treffen ein. Scheiße, das kann doch nicht! Es ist alles mein Fehler. Idioten, vernichtet sie alle! Ja, das ist aber, ne, ich habe da mehr Schwerter drin stecken als. Also, ich finde das sehr unfair. Ja, ja, eigentlich. Moralischer Sieg für mich, so. Sieht so aus, als hätten wir nie eine Chance gehabt. Das Fort ist verloren. Alle tot. Trennt euch und lauft fort. Bist du verletzt, Kami? Du siehst unverletzt aus. Gut. Ah nein, Pilika. Wir müssen Pilika retten. Komm mit mir, Kami. Komm mit mir, Kami? Ja klar, ich geh mit dir. Danke, Kami. Gehen wir. Ja, so viele Tote sind es dann auch nicht. Hi. Ah, wir sind wieder nur zu zweit. What? Das war so nicht abgesprochen. Das war so nicht abgesprochen. Ich hatte ein ganzes Team. Da war ein Wolf. Ein komisches Schwein. Oder was auch immer tatsächlich Bonaparte ist. Jedenfalls das hatten wir auch. Und jetzt komme ich hier hin und was muss ich sehen? Ich bin wieder nur zu zweit. Es ist nicht. Naja, aber es heißt fair, es funktioniert ja trotzdem, aber das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, oh, jetzt stupfen wir ihn zu Tode. Naja, sie halten zumindest eine Menge aus, ne? Level 10. Ich hoffe, ihr mögt immer denselben Kampf sehen, weil ich tue es tatsächlich nicht, aber ich muss daher trotzdem durch. Ne? Ein schöner Angriff. So, jetzt greifen wir noch ein bisschen wieder an, stupsen ihn mit unseren Stöckchen. Mal ernsthaft, warum hat nicht einer meiner Helden mein Schwert? Warum ist das so? Warum haben sie sich gesagt, Suikoden, die Reihe, wo der Held halt einen Stock benutzt? Ich wäre auch zufrieden mit einer helle Bade oder so. Ist auch ein Stock, wo hinten was Spitzes dran ist. Ja, aber naja, okay, ist mal was anderes. Muss ich so sehen. Ist mal was anderes. Da hätten jetzt gerne, naja gut, 8 Gegner passen nicht, aber 6 Gegner drin sein können. Aber. Schwing! Witzigerweise hat man daran wenigstens das Level-Up drin erkennen können, ne? Weil die Gegner jetzt, also die vordersten drei Gegner, direkt in der ersten Runde draufgehen. Und wir verdammt gut ausweichen, aber Eigenlob und so, ne? Man sagt ja immer, Eigenlob stinkt. Das ist nicht ganz richtig, ne? Ich rieche nichts, aber. Schwächlinge ohne Rückgrat, er macht sich Sorgen, euch anzugreifen. Was? Er machte sich Sorgen, euch anzugreifen? Ja. Ah, Hilfe! Nicht Pol! Den kennen wir wenigstens, die anderen sind so namenlose Gesichter. Ich kann das nicht mehr hören, Startschweine. Ja. Ganz viel wahr und dann ein bisschen Wahn. Sei still, du Bike, du störst meinen Spaß! Gehen wir mal so retten, ne? Nicht! Du Bike, ich stopf dir für immer das Maul! Ich mag ihn! Als Bösewicht. Haha! Was? Du kamst, um dieses Kind zu retten? Wirklich tapfere Worte. Ich werde ihm mal etwas sagen.
Es gibt in dieser Welt schwache Männer und starke Männer. Die starken Männer nehmen alles und die schwachen Männer sterben. So ist die Welt nun einmal. Nun werde ich dir zeigen, wie es funktioniert, du Schwächling. Stopp! Stopp! Setzt euch ruhig hin und seht zu, Schwächlinge. So, was geschieht, wenn du dieses Mädchen rettest? Denk lieber über deine letzten Worte nach, ehe du an der Reihe bist. Du Bike, was ist los? Kannst du nicht reden? Keine Sorge. Ich habe schon hunderte von Köpfen abgeschlagen und schaff das mit geschlossenen Augen. Stopp! Stopp! Ich liebe diese Augen. So schwach, so von Furcht erfüllt. Oh Gott, wie ich das liebe. Wahrscheinlich eher ihn. Hier drüben, schnell, komm her. Ich habe alle Feuerspeere in den Boiler im Untergeschoss geworfen. Die werden jede Sekunde explodieren. Siehst du, nächstes Mal musst du sie besser beschützen. Schnell, lauft! Wenn du es schaffst, geh nach Muse. Wir können uns dort ausruhen. Schnell, stirb jetzt nicht. Oder später. Warum, du verdammter Kleiner? Mein Fort wird nicht in deine schmutzigen Hände fallen. Nächstes Mal werde ich auch nicht verlieren. Aha! Warte! Du! Ich werde dafür sorgen, dass du es bedauerst, diesen Tag überlebt zu haben. Aber wenn du explodierst, dann ist da nichts mehr mit bedauern. Mit bedauern lassen. Mein Fort. Aha, mein Team ist wieder versammelt. Alles in Ordnung, Pilika? Was ist denn, Pilika? Hey, Pilika. Pilika? Pilika, sie kann nicht sprechen. Ja, das versteht beim Wolf immerhin, ne? Also, können die beiden kommunizieren. Ja. Es ist traurig, ist ganz traurig. Es ist halt nur so, ne? Kinder und ich. Antworte mir, Pilika. Bitte, Pilika. Nenn mich wieder Onkel. Keine Sorge, sie hat nur einen Schock. Ja, ich meine, ne? Man könnte auch sagen, ja. Die Stimmbänder wurden da durchgeschnitten, aber das wäre falsch. Das ist nicht passiert. Es ist halt nur. Ne? Ja. Ist nicht gut gelaufen. Du hast recht. Ich wette, du hast recht. Es ist alles in Ordnung mit dir. Ich bin sicher. Also. Abgesehen von dem tiefen Trauma, dass. Naja, ihr ganzes Dorf vor ihren Augen vernichtet wurde. Sie dann noch. In einem Fortzeuge von sehr viel Mord und Totschlag wurde. Pilika. Komm, in dieser Ort ist nicht sicher. Beeilen wir uns, dass wir weiterkommen. Victor sagte, dass wir uns in der Stadt Muse ausruhen können. Es sieht so aus, dass wir dorthin gehen müssen. Ja. Ich meine, ja, ist halt so. Okay. Bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder nach Toto Village zu gehen. Da muss ich mich allerdings tatsächlich nicht mitschleppen. Das machen wir also beim nächsten Mal komplett fertig. Einmal dahin und gut ist. Spart ein bisschen die Zwischenkämpfe. Ich sag also mal, bis zum nächsten Mal, wenn wir weniger Bonbons verprügeln.